Hallo und herzlich willkommen zu den OFTV-News. 117 Neuinfektionen innerhalb eines Tages verteilen sich auf alle 13 Kommunen im Kreisgebiet. In Mainhausen wurde nur ein positiver Fall bestätigt, in Rottgau 22. Ist eine Person infiziert, sind innerhalb kurzer Zeit alle Mitglieder eines Haushalts krank, beobachtet das Gesundheitsamt. Aufgrund des Kontakts zu positiv getesteten Personen müssen Kinder von Kitas in Mülheim und Rottgau in Quarantäne. Mindestens einmal geimpft sind mittlerweile mehr als 56.000 Personen im Kreis, im Zentrum in Heusenstamm, über ein mobiles Team oder einen Hausarzt. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 121. Darum gilt weiterhin auf bestimmten öffentlichen Plätzen im Kreisgebiet ein ganztägiges Alkoholverbot. Fußgänger müssen dort eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Testen, testen, testen heißt die Parole neben dem Impfen. Doch kaum haben sich Apotheken und Arztpraxen dafür eingerichtet, können die ersten Testzentren keine Termine mehr anbieten. Wir sind dazu mit Maximilian Seipel von Covi Medical verbunden. Hallo Herr Seipel, was ist los? Warum kann man keine Termine mehr buchen? Wir mussten leider den Schritt gehen, jetzt die Testcenter einen Verkaufsstopp einzulegen, beziehungsweise Buchungsstopp von den kostenlosen Bürgertests und von den Schnelltests im Allgemeinen. Da es uns leider nicht mehr möglich war, mit der Menge an Testcentern, die wir deutschlandweit betreiben, die kompletten Kosten vorzufinanzieren. Wir haben das jetzt versucht, so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, aber das war uns jetzt zu dem Zeitpunkt einfach nicht mehr möglich und deswegen mussten wir leider diesen letzten Schritt, der jetzt die letzte Option dargestellt hat, für uns auch jetzt gehen, ja. Wie geht's denn jetzt weiter in den Testzentren in Heusenstamm und in Rottgau? Wir werden auch weiterhin offen lassen. Es sind ja auch Tests jetzt schon gebucht worden. Wir werden natürlich selbstverständlich alle Tests, die schon gebucht wurden, weiterhin durchführen, ja. Es wird immer jemand von unseren Mitarbeitern vor Ort sein, auch in der kompletten nächsten Woche. Und wir hoffen jetzt einfach, dass wir natürlich so schnell wie möglich eine Lösung finden, um dann eben auch sofort wieder alles online zur Buchung freizuschalten, dass die Tests auch sofort wieder verfügbar sind. Hätten denn die Konditionen für die Bezahlung nicht vorher bekannt gewesen sein müssen? Klar, aber wir mussten natürlich irgendwie starten, weil die andere Möglichkeit oder andere Option wäre gewesen, dass es eben diese flächendeckenden Schnelltests gar nicht möglich gewesen wären, ja. Und wir haben eben die Philosophie verfolgt, zu starten und dann währenddessen wir schon die Tests durchgeführt haben, parallel zu versuchen, eine Lösung zu finden, ja. Wie viele Tests haben Sie denn durchgeführt in Heusenstamm und in Rottgau bis jetzt? Wir sind eigentlich auch nahezu ausgebucht, jetzt gerade auch über die Ostertage. Da haben wir kurz davor angefangen und da kommen wir schon auch so auf 500 bis 600 Tests am Tag. Das war Maximilian Seipel, der Pressesprecher von Covi Medical, der die Testzentren in Heusenstamm und Rottgau betreut. Corona und kein Ende in Sicht. Jetzt schließen sogar die ersten Testzentren schon wieder, aber es wird geimpft. Und das seit dieser Woche auch in Hausarztpraxen. Bei uns zu Gast ist heute die Ärztin Dr. Elisa Hermes. Herzlich willkommen bei OFTV. Hallo. Ja, Sie haben diese Woche auch hier begonnen in Heusenstamm in der hausärztlichen Gemeinschaftspraxis Mozartstraße. Ja, erzählen Sie mal, wie viel haben Sie schon verimpft, wie viele Menschen und womit? Wir haben Dienstagabend unsere erste Lieferung BioNTech bekommen. Diese Woche war es nur BioNTech und haben dann Mittwochvormittag auch direkt losgelegt mit dem Impfen. Waren jetzt mit der Gesamtmenge für die Woche ganz zufrieden und für die nächste Woche ist leider ein bisschen weniger angekündigt worden, aber insgesamt können wir uns jetzt zufrieden schätzen, wie es gelaufen ist. Sie sind insgesamt 5 Mediziner in der Praxis. Bekommt man dann auch mehr Impfstoff als ein allein Arbeitender? Ja, man bestellt nach Arzt, das ist so. Ja, man bekommt dann ein bisschen mehr als jemand, der in einer Einzelpraxis ist, weil wir ja auch mehr Patienten versorgen. Wie sieht es denn bei den Kunden, bei den Patienten aus? Stehen die schon Schlange oder werden die von Ihnen informiert? Wie funktioniert das?
Ja, also der Ansturm war riesig. Es ist tatsächlich so, dass sich auch Schlangen vor der Praxis bilden. Auch für uns und die Patienten ist das nicht weniger bürokratisch, wie wenn man sich jetzt fürs Impfzentrum registrieren lassen möchte. Auch wir brauchen verschiedene Dokumente, einen Einwilligungsbogen, einen Anamnesebogen, den Aufklärungsbogen. Das alles muss ausgefüllt werden von den Patienten, unterschrieben dann bei uns landen und dementsprechend muss es dann von uns alles gesichtet werden und wir müssen, so wie es in der Impfverordnung festgelegt ist, dann eine Priorisierung der Patienten vornehmen und dementsprechend Wartelisten erstellen. Und je nachdem, wie viel Impfstoff uns dann zugesagt wird für die kommende Woche, laden wir dann die Patienten, die auf der Warteliste stehen, ein. Ist das nicht eine zusätzliche Belastung für so eine Praxis? Ja, sicherlich ist es das. Es ist nicht zu vergleichen mit einer gewöhnlichen Grippeimpfung, die wir jedes Jahr im Herbst verimpfen. Es ist ein großer bürokratischer Aufwand, viel Organisation, bindet Zeit und Personal. Das ist so. Das war uns aber klar, dass es erstmal so laufen würde. Und wir haben natürlich uns vorher zusammengesetzt und geplant, wie wollen wir organisieren. Und bis dato ist der Plan ganz gut aufgegangen. Also Glauben Sie, dass das auch ein bisschen bremsend ist in der ganzen Impfstrategie, dass wir hier bei uns so viele Verwaltungsschritte brauchen, so viel Papier? ja, das bremst mit Sicherheit. Das ist im Moment natürlich der Situation geschuldet, dass wir noch nicht genug Impfstoff für alle haben und uns an diesen Priorisierungsgruppen noch arg orientieren müssen. Und meine Hoffnung ist natürlich, dass es sich mit mehr Impfstoff dann etwas lockert, sozusagen. Ja, dass wir den Impfstoff breiter zugänglich machen können und die Bürokratie dadurch ein bisschen abgebaut wird. Welche Fragen haben denn die Patienten? Mit welchen Sorgen oder Unkenntnissen kommen die zu Ihnen? Gut, ein ganz großes Thema war natürlich im Moment, welcher Impfstoff wird benutzt, was impfen Sie mir und auch vorher schon, wie wir persönlich zu dem AstraZeneca-Impfstoff stehen. Das war ein großes Thema, wenn die Patienten beispielsweise im Impfzentrum eingeladen wurden und dann eben für AstraZeneca, dann wollten sie da schon unseren Rat nochmal haben. Da gab es viel Unsicherheit. Ich denke, wir konnten das oft ausräumen und die Leute beruhigen. Aber da ist natürlich Redebedarf da, auch gerade mit dem Hausarzt wahrscheinlich. Ja. Ja, großes Thema, große Frage. Ist das jetzt die Lösung, dass auch die Hausärzte impfen? Kriegen wir da die Pandemie so in den Griff? Also die Zahlen, die die Woche genannt wurden, die Gesamtzahl der Impfungen, die stimmt mich da sehr hoffnungsvoll. Also wir waren ja sonst immer so bei 300.000, jetzt gestern glaube ich schon bei über 600.000 Impfungen mit dem Impfstart in den Hausarztpraxen. Und wenn das jetzt weiter auch Betriebsärzte erreicht und Fachärzte, dann bin ich da eigentlich sehr positiv gestimmt, doch, muss ich schon sagen, Aber jetzt mal ganz allgemein ja. gefragt, Sie wissen ja auch noch nicht alles, Sie haben noch nicht alle Studien vorliegen. Schaffen wir es, aus der Pandemie zu kommen mit solchen Impfstoffen oder wird das auf ewig und 3 Tage so weitergehen? Also wir werden wahrscheinlich lernen müssen, mit diesem Virus zu leben. Das haben wir immer wieder gehört. Aber ich glaube, dass die Impfung tatsächlich der einzige Weg daraus ist. Ich glaube auch, dass die Impfstoffe sehr gut sind, dass sie im Zweifel angepasst werden können an Varianten. Gerade die neuen mRNA-Impfstoffe bieten das ja. Und wir haben jetzt innerhalb von unter einem Jahr einen Impfstoff bekommen, die Zulassung dafür. Und ich denke, das wird der Weg sein. Ja, da bin ich überzeugt von. Jetzt hört man von vielen Mutationen des Virus, die noch gefährlicher, noch ansteckender seien. Die sind ja dann immer den neuen Anpassungen, von denen Sie gerade sprachen, voraus. Wie kann man das in den Griff kriegen? Na, also die jetzigen Mutanten, die zirkulieren, die sind ja noch empfindlich gegen den Impfstoff. Und wichtig ist eben, dass dann eine sehr gute Überwachung stattfindet, und zwar weltweit, dass dann eben die Impfhersteller schon frühzeitig anpassen können und parallel neue Impfstoffe entwickeln können. Ja, das funktioniert aber nur, wenn wir die Lage sehr genau kennen, sehr gut sequenzieren. Da haben wir ja auch so ein bisschen Rückstand gehabt in der Vergangenheit. Da haben wir jetzt gelernt, dass wir mehr sequenzieren müssen. Und nur so wird es laufen, ja. Das heißt, wir müssen regelmäßig zur Impfung gehen, ähnlich wie zu einer Grippeimpfung. Wir wissen das noch nicht genau. Ich gehe nicht davon aus, dass jetzt eine Impfung uns über Jahre schützen wird. Ich weiß es aber nicht genau. Also viele sprechen ja davon, dass es ähnlich wie bei einer Influenza-Impfung werden könnte. Vielleicht mit etwas größeren Abständen, so von 1,5 Jahren. Das würde uns ja auch schon mal ein bisschen helfen. Aber da gibt es noch nicht die genauen Daten. Das ist jetzt auch nur so ein Bauchgefühl von mir, dass ich da.
Dann warten wir es einfach mal ab und Sie impfen fleißig weiter. Wir geben uns alle Mühe, ja. Vielen Dank, Dr. Elisa Hermes hier aus der Gemeinschaftspraxis Mozartstraße in Heusenstamm. In der vergangenen Woche hatten wir mit dem Seligenstädter Bürgermeister Dr. Daniel Bastian gesprochen. Die Einhardtstadt hatte sich als Modellkommune beworben, um Läden unter hohen Schutzmaßnahmen aus dem Lockdown zu führen. Dafür ausgewählt wurden bislang Baunatal und Alsfeld. Der Kreis Darmstadt-Dieburg wurde aber nicht berücksichtigt, heißt es aus Wiesbaden. Darum bewirbt sich Seligenstadt jetzt erneut, erklärt der Rathauschef, um als ersten Schritt dem gebeutelten Einzelhandel und der Gastronomie eine Öffnung zu ermöglichen. Mit einem guten Konzept und dem Testzentrum in der Innenstadt seien alle Voraussetzungen erfüllt, findet Bastian. Außerdem verfüge der Plan über eine breite Unterstützung von Seiten der Bürger, des Stadtmarketings, der Gewerbe- und Kulturtreibenden. Das waren die OFTV News. Gute Unterhaltung mit unserem Programm. Im Anschluss gibt's die Wettervorhersage.